Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den Afterpatch für den DMO-Glitch zeigen. Ja, da ja heute Morgen das Weihnachtsupdate rausgekommen ist, wurde leider auch der DMO gepatcht. Ja, mit dem Weihnachtsupdate sind ja auch die Weihnachtsmasken ins Spiel gekommen. Und solange die Weihnachtsmasken im Online-Modus verfügbar sind, kann man sich ja im Normalfall keine Outfits mehr über den Regisseur-Modus online holen. Und ja, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall eine Variante, womit das auf jeden Fall noch möglich ist. Diese Variante, die ich euch jetzt zeigen werde, die ist aber nur für Safe Wizard, aber genau dasselbe kann man auch für den normalen Regisseur-Modus-Glitch nehmen. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall eine rote Strumpfmaske dafür. So, wir begeben uns einfach in irgendeine Sitzung. Ich starte es einfach aus einer Einladungssitzung. Wir begeben uns einfach zum aktuellen Zeitrennen, fahren in das Zeitrennen rein, starten dieses einmal mit Steuerkreuz nach rechts, gehen dann einmal auf Options, auf Online und gehen dann von dort aus in den Story-Modus rein. Im Story-Modus angekommen werdet ihr merken, dass ihr von Michael einen Anruf bekommen werdet. Sobald Michael anfängt zu reden, einfach 3 Sekunden warten. Ihr werdet sehen, wenn Michael redet. 1, 2, 3 Sekunden warten. Dann geht ihr auf Options, dann geht ihr auf Rockstar Editor und geht dann einmal in den Editor rein. Und von dem Rockstar Editor gehen wir einmal in den Regisseur-Modus rein. So, sind wir jetzt angekommen, gehen wir auf Akteure, dann einmal auf Online-Charaktere. Bestätigen, den geht der Online-Charakter aber nicht, nur dass der angezeigt wird. Dann gehen wir auf Favoriten und nun seht ihr die 10 Outfits von meinem Safe-Game. Das Safe-Game werde ich euch auch in der Videobeschreibung auch verlinken. Ja, dafür könnt ihr euch jetzt dieses Outfit online holen. Bestätigt einfach irgendein Outfit mit X, was ihr euch online holen wollt. Ja, jetzt in diesem Regisseur-Modus müsst ihr jetzt einfach nur 5 bis 10 Sekunden drin verweilen. Ist eigentlich praktisch genau dasselbe wie jetzt die letzte Methode, nur dass ihr jetzt die Strumpfmaske benutzen müsst. So, habt ihr dann die 5 bis 10 Sekunden gewartet, geht ihr dann einmal auf Regisseur-Modus beenden. Dann werdet ihr in den Story-Modus geladen. Und ja, im Story-Modus macht ihr auch einfach genau dasselbe. Einfach 5 bis 10 Sekunden im Story-Modus rumlaufen. Haben wir das dann gemacht, dann gehen wir auf Options online und gehen dann in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und wenn wir jetzt spawnen, werdet ihr sehen, dass wir das Outfit übernommen haben und jetzt im Online-Modus haben. Und ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Jetzt können wir einfach nur noch in den Bekleidungsladen gehen, das Outfit abspeichern. Wenn ihr jetzt noch ein Duffelpack drauf haben solltet oder sowas, dann einfach zum Maskenladen fliegen, das Outfit dann abspeichern. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!